Seit der Europameisterschaft 1960 haben wir 16 EM-Sieger. Ja. Und Marc, ich bin mal gespannt, wie viele du davon zusammenkriegst. Ich roll das Feld jetzt von hinten auf. Oder so. Italien. 2021. Ja, ach so, so rum, ja. Portugal. Oh, stark. 2016. Spanien. Ja. Nochmal Spanien. Stark. Griechenland. Ja. Charisteas Angelos. Fanis Gekas. Junge, Gekas war da auch dabei. So, oder? Also Charisteas wissen wir ja. Gekas weiß ich gar nicht. Auf der Bank. Kann gut sein, kann gut sein. Oder? Ich kann mich noch an Basinas erinnern, der Sechser. Ja, Karagounis auch, oder? War der damals nicht bei Inter noch? Kann gut sein, die hatten so ein massives zentrales Mittelfeld. Aber hier stabil die Haare gefehlt da oben, ja, oder? Bei Kara. Bei der alten Mannschaft. Delas war doch der Innenverteidiger, der Stabile, oder? Delas, der genau. Griechische Gott Delas. Genau. Delas, ne? Genau. Und der hat auch, glaube ich, im Halbfinale das Tor, das Entscheidende gemacht. Oder sogar im Finale? Kann sein. Ich habe immer Angelos Charisteas. Ja, das war der Höhepunkt seiner. Das war Wahnsinn. Ja, Mann. Okay, Griechenland stark. Du hast bis jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5 hast du schon. Mhm. 16. Das war sehr gut. Ich sag mal 2000. 2000 Frankreich. Sehr gut. 96. Deutschland. Weißt du noch mehr dazu? Wo war das? In Italien. 1996? Ja. 96 okay, gegen, Italien. Gegen wen? Rom, Finale, Franz Beckenbauer. Stark. Oder ja, vertue ich mich jetzt? Mach mal weiter. Im Finale gegen. Oh, ich meine, Halbfinale war gegen Italien. Ich bin jetzt gar nicht. Gegen wen war denn nochmal Finale? Ich kann es dir gerade nicht mehr sagen. Es war auf jeden Fall, Austragungsort war England. Oh shit. Dann war im Finale gegen Italien. Dann war im Finale gegen das Finale aus. Ach du meine Güte, ich rede mich hier im Kopf und Kragen. Finale in London war gegen Tschechien. Ach du, oh ja, oh, das war Oliver Bierhoff Golden Goal in der Verlängerung. Strong. Strong, richtig stark. Und zwar, bester Spieler wurde. Bester Spieler des Turniers? Ja. Ich meine, das war so eine EM. Ein Philosoph. Ach du meine Güte. Der deutsche Fußballphilosoph. Matthias Sammer. Matthias Sammer war einfach bester Spieler. Torschützenkönig wurde ein Engländer, kennst du auch? Auch eine Legende. Ja. Hier ist es derjenige, der dem Alkohol sehr zugetan war. Grundsätzlich den. Ich weiß gar nicht. Bierhoff war übrigens Doppelpack gegen Tschechien. Oh krass. Nachverlängerung. Also Kopfball Ziege, dann Bierhoff in der 73. und in der 95. 2-1 Bierhoff Linksschuss. Ja. Linksschuss Klinsmann, dann Bierhoff da, ja. Okay. Boah, Spieler der Europameisterschaft. Torschützenkönig war das. Ach, Torschützenkönig. Ja, Torschützenkönig. Nee, Spieler der Europameisterschaft 1996 war Matthias Sammer. Mhm. Und der Torschützenkönig ist ein Engländer, englischer Stürmer. Der hat in der Endrunde, meine ich, sind das 5 Tore, die hier angezeigt werden. Ich glaube, es bezieht sich vielleicht nur auf die Playoffs, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall bekannter Spieler, Alan Shearer. Oh. Ja, den kennt man, ne? Kennt man. Krass. Aber ey, es geht ja hier um die EM-Sieger und da bist du on point. Also du hast ja, um zurück auf die Liste zu kommen. 96 Deutschland, Thema 92. 92, jetzt wird es happig. Ja, 92, vielleicht kann ich dir ein bisschen, wenn es happig wird, weiterhelfen. 92. Dänemark ist richtig, ja. Dänisch Dynamite, richtig 92. Stark. 1992. 88. Ja, richtig schwierig. Mann. Aber ist auch eine stabile Nation, die eigentlich auch immer mitspielt um was. 88. War das Italien? Nee. Spanien? Italien kommt nochmal, aber später. Niederlande. 1988 war Niederlande. Wir können mal ganz kurz reingucken, ob wir da. Mit Marco van Basten. Das könnte nämlich sein, ja. Das war doch dieser Wahnsinns-Volley da.
1988 im Münchner Olympiastadion. Am 25. Juni mit 2:0 Ruth Gürtel brachte Oranje in der ersten Halbzeit auf Kurs, ehe Marco van Basten mit unglaublichem Volleyschuss aus spitzem Winkel in der 52. Minute für die Entscheidung sorgte. Oh, geil. Geil, ja, 88, geil, geil. Das ist ein bisschen peinlich, weil wir es wissen müssen, dass es in, der, ja. in Deutschland ausgetragen ja. wurde. Von daher. Unangenehm. Zerstört uns in 3, 2, 1. Okay. Genau. 1988 in Deutschland Europameister, Niederlande und Eröffnungsspiel in Düsseldorf tatsächlich, Endspiel in München. Okay, Torschützenkönig, Düsseldorf. Den Namen hast du schon genannt. Marco van Basten. Marco van Basten, richtig stark. Okay, also ey, läuft stabil bei auch dir. Krass, wie viele Fußballgenerationen die Niederlande auf den Platz gebracht Wahnsinn, haben. Ne? Wahnsinn. Also, Cruyff, damit alles angefangen, die plötzlich Nation, diese van Basten-Generation, ne? Rijkaard, Rüdiger. Das ist brutal. Ja, für die Kleinen. So, wir sind 84. War das Deutschland? Das Austragungsort war Frankreich. Frankreich 1984. Ja. Hat Frankreich da die Heim-EM gewonnen? Ja, Junge, stark. Ja? Ja, haben sie. Krass. Torschützenkönig, ein Mann, den wir auch heute noch kennen. Ich hätte gesagt, dass vielleicht Michel Platini da... Er legt die nächste Platte auf, Michel, ja. ja. Stark, ja, Torschützenkönig Michel Platini. Auch krass, dass er Torschützenkönig geworden ist, weil Platini war ja eher... 9 Tore. Spielmacher, krass. Krass. Also Frankreich hat den Titel geholt zu Hause und zwar haben die, da muss ich nämlich selber nochmal nachgucken, die wurden in ihrer Gruppe, die haben in der Verlängerung im Halbfinale gegen Portugal gewonnen und haben dann, lass mich mal schauen, Finale gegen Spanien haben die gespielt, 2:0 gewonnen. Da hat Platini und Bellone. Wenn wir mal auf die Spieler schauen, ich meine, die sind jetzt hier 1984, da wird kaum was Bekanntes dabei sein. Joël Batz, Maxime Bossis. Vielleicht sogar Deschamps dabei oder Dominic. Schau mal ganz kurz. Luis Fernandez. Michel Platini kennt man halt. Bernard Lacombe, Bruno Bellone. Nee, kennt man. Da klingt egal, bei Spanien klingt da was. Camacho, José, das ist bestimmt ein anderer. Nee, das ist zu weit vor unserer Zeit. Nee, aber du hast recht. Also Frankreich hat die Heim-EM 1984 gewonnen. Weiter geht's im Takt. Und zwar, wir sind 1980. Dann versuche ich es jetzt da nochmal mit Deutschland. Ja, das ist richtig. Das Deutschland, Europameister 1980. Und zwar wo? Müsste ich auch wissen. Torschützenkönig, auch witzig. Den haben wir jetzt gerade in der Relegation nochmal auf den Tribünen gesehen. Hier in Deutschland. Ist schwer, kommt man nicht so drauf. Aber lass dir Zeit und überleg mal. Bei Bochum-Düsseldorf auf ja, der Tribüne. Ja, genau, habe ich ihn auch gesehen, ja. In Bochum habe ich ihn gesehen, aber in Düsseldorf hätte ich ihn auf jeden Fall gesehen. Klaus Allofs. Klaus Allofs! Wirklich, Klaus Allofs. Klaus Allofs ist einfach Torschützenkönig bei der EM 1980 geworden, wenn wir nicht lügen. Doch. Weil der hatte ja noch einen Bruder, ne? Also hier steht Klaus Allofs, wenn der Bruder nicht auch Klaus heißt, dann ja, das ist der. Wahnsinn! Ja. Wahnsinn. Doch, Klaus Allofs, einfach EM-Torschützenkönig bei der EM 1980. Genau, und die wurde wo ausgetragen? Finale war in Best Espresso trinken. Nee. Super. Das war in Rom? In Rom, genau. In Rom gegen Belgien am 22. Juni 1980 haben sie gewonnen. 2:1 Tore Horst Rubesch in der 10. Minute und nochmal Horst Rubesch in der 88. Und trotzdem Klaus Allofs. Und Allofs hat trotzdem den Torschützenkönig Krone abgeheimst. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich gucke gerade bei den Belgiern, aber... Bei den Deutschen bestimmt auch Manfred Kaltz dann, Manni Kaltz, oder? Mit Jean-Marie Pfaff bei Belgien im Tor, den kennt man auf jeden Fall. Bei den Bayern. Genau, aber den Rest, Van der Recken, Raimund Moments, nee. Aber bei Deutschland haben wir Toni Schumacher, Uli Stielicke, Karl-Heinz Förster, Bernhard Dietz, Manfred Kaltz, Bernd Schuster, Hans-Peter Briegel, sagt einem auch was, Bernhard Kuhlmann, eingewechselt, Hansi Müller, sagt jetzt auch was, Karl-Heinz Rummenigge und Horst Rubisch, Klaus Allofs, Trainer Jupp Derwall. Geil. 1980, also stark. Läuft bei dir, Deutschland Europameister in Italien.
Und jetzt geht's weiter. Jetzt sind wir 1976, jetzt wird schon. 1976? Ja. Das wird schon sehr, sehr eklig. Boah. Die EM Zeit kann das war in Jugoslawien. In Jugoslawien? Ja. Hatte da vielleicht sogar die UdSSR ja, ist ein Aktien guter am Call. Titel? Ich meine, dass die sogar, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, Halbfinale war Tschechoslowakei gegen die Niederlande und im Finale stand die Tschechoslowakei gegen Deutschland tatsächlich. Im Finale? Im Finale und gewonnen hat nicht Deutschland. Tschechoslowakei, ja. Genau. Und zwar damals Tore für Deutschland, Dieter Müller, Bernd Hölzenbein. Was habe ich gerade gesagt? Im Elfmeterschießen, genau. 5-3 im Elfmeterschießen hat Deutschland verloren. Tore von der Tschechoslowakei, da sagt uns keiner was. Von den Deutschen aber eigentlich schon. Da war Sepp Maier, Franz Beckenbauer, krass. Bertie Vogt, Georg Schwarzenbeck, Bernhard Dietz, Herbert Wimmer, Heinz Flur, Rainer Bonhoff, Erich Beer, Hans Bongard, Uli Hoeneß, Dieter Müller, Bernd Hölzebein, Trainer. Ey, das war doch das Elfmeterschießen von Belgrad, wo Uli Hoeneß den Elfmeter drüber komplett in den Nachthimmel jagt. Echt? Ja. Krass, den blenden wir an der Stelle mal ein, oder was? Ja, müssen wir machen. Hoeneß oder was? Hoeneß oder was? Querpass Toni oder Field Goal Hoeneß oder was? Ja, schießt er sich selber ins Knie. Uli. Uli. Okay, 76 Deutschland. Nee, 76. Tschechoslowakei, jetzt sag ich schon falsch. 72 Deutschland. Also 72 Deutschland. Was war das bitte für eine Generation? Also Deutschland da ja mega damals unterwegs. Vor allen Dingen, weil die ja 74 auch noch Weltmeister geworden sind. Ja, das ist völlig wahnsinnig. Da im Finale gestanden, 72 gewonnen. Und da habe ich auch noch dazu, es war in Belgien und der Torschützenkönig war Gerd Müller. Junge, du bist der EM-Maschine, Alter, ins EM-Archiv gesprungen. Da waren auch schon zu viele Dinge. Ich könnte zum Beispiel jetzt auch hier nicht sagen, wo 72 die EM stattgefunden hat. 72 war Ausgangsort Belgien. Ah ja, okay. Das hätte ich selber nicht gewusst. Aber, Torschützenkönig, wie gesagt, Gerd Müller mit Qualifikationstoren, 11 Tore insgesamt. Eine EM nur in Belgien könnte man sich heute auch nicht mehr vorstellen, oder? Zu klein, meinst du? Ich glaube irgendwie schon. Also Belgien, Niederlande gab es ja nochmal 2000. Ja. Aber so nur Belgien? Bisschen, ja. Und ich weiß gar nicht, ob es für ein Stadion überhaupt hinkommt, ne? Müsste viel neue Stadien werden. Schwierig. Im Lottopark wird schon eng. So, und dann sehen wir, das war 72, jetzt sind wir 68 und das war 68 die erste offizielle Europameisterschaft. Davor die zwei EMs 60 und 64 waren eigentlich noch Europapokal der Nation bzw. der Länder. Krass. Und wer hat die erste offiziell namentliche Europameisterschaft denn gewonnen? Es ist auf jeden Fall auch das Land, das die EM ausgetragen hat. Oh krass. Ich hätte jetzt nämlich mal über Portugal nachgedacht, damals mit Eusebio. Aber ich glaube, die sind da eher Weltmeister geworden zu der Zeit, wenn auch nicht ganz. Portugal hat nur einen Titel und den hast du schon genannt, 2016. Ja. Das war der in Frankreich. Wurde die EM damals nochmal in Italien ausgetragen? Italien als 68er Europameister? Sie, Senior! Stark. Ja, Junge, krass, richtig gut. In Italien haben die Italiener gewonnen. Und um da noch mal ein bisschen näher drauf einzugehen, wo habe ich es? Hier ist das Licht schon so dunkel gemacht, dass ich selber gar nicht lesen kann, damit du nichts sehen kannst. 1968 in Italien, Eröffnungsspiel in Neapel, Endspiel in Rom. Insgesamt 260.000 Zuschauer, im Schnitt 52.000 Zuschauer einfach pro Spiel. Wir reden über 68, ne? Also im Schnitt 50.000 Zuschauer pro Spiel damals schon. Und Finale war zwischen... Ich glaube aber auch in der Zeit sowieso viel krasser. Also Calcio in Italien, das hat ja so in den vergangenen 10, 15 Jahren echt ein Tal durchschritten. Damals riesig. Krass. Ich glaube auch Italien wurde nicht umsonst als erster Ausrichter ausgewählt. Ja. Grüße gehen raus an Calcio Berlin. Ne? Nicht umsonst legen sie da den Namensgrundstein. Aber ist auch krass, im Finale 68.000 Zuschauer in Rom gegen Jugoslawien, aber wenn wir die Namen durchgehen, da wird es jetzt wirklich, ich meine, wir reden über 1968, ist da irgendwie eine italienische Legende dabei? Ich kenne auf jeden Fall keinen. Ihr könnt ja mal sagen, ob was klingelt, aber Dino Zoff. Dino Zoff? Ja, kennst du? Sagt mir was. Echt, mir nicht. Der hat
Hat er nicht sogar auch in Deutschland, stand er nicht in Deutschland sogar im Tor, Dino Zoff? Also Zoff hatten wir häufig im Tor, ob Testegen oder Neuer, aber ob es der Dino war, Dino Topmöller. Oder Rehrmann, ja. Kenn ich, aber wir können gerne drauf, aber das wäre jetzt krass, ich gehe mal auf Dino Zoff. Geboren in Friuli, er hat gespielt bei Udinese Calcio, Mantova, SC Neapel, Juventus Turin und als Trainer auch nochmal Juve, Lazio. Ah, gut. Ja. Aber hätte er sein können. Okay, aber stark. Weiter da, 1968 und jetzt zweimal noch Europapokal der Nation bzw. Europapokal der Länder. 64. 64 und 60. 64 Europapokal der Nation. Das ist jetzt, wird gegammelt. Komm, die Engländer waren da dabei. Die waren tatsächlich, ich weiß auf jeden Fall, dass die 60 waren sie noch nicht dabei. Sie waren... Ich glaube, sie waren nicht dabei. Es war auf jeden Fall Austragungsort Spanien. Man weiß ja mittlerweile, wie es läuft so. Wer ausrichtet, der... Der gewinnt das dann eventuell auch nicht. Hier steht aber, Ausrichter wurde erst bestimmt, nachdem die vier Endrundenteilnehmer feststanden. Der gesamte Wettbewerb wurde aber im K.O.-System gespielt. Und Spanien wurde dann Austragungsort. Spanien, Ungarn, Sowjetunion und Dänemark dann quasi. Stimmt, das war ja die richtig starke Zeit von Ungarn, so die Endphase mit Ferenc Puskas. Mhm. Puskas. Ja, nach Abschluss der Qualifikation gab es die Endrunde mit diesen vier Teams. Und bei der Endrunde standen dann im Finale Spanien gegen die Sowjetunion. Und wer hat wohl in Spanien gewonnen? Spanien. Spanien mit zwei Toren von Jesus Maria Pereira. Jesus Maria Pereira und Marcelino, aber nicht der, den wir dachten, sondern der ohne Haar. Marcelino in der 84. Und es kam nochmal, den kennen wir ja alle, Galimzian Husainov in der 8. Minute für die Sowjetunion. Natürlich, Husainov. Direkt zum 1:1. Brandgefährlich, wenn er eingewechselt wurde. Knapp 80.000 Zuschauer damals in... Keine Wechsel. 80.000 Zuschauer. Wahnsinn, ja. Im 1964, dass wir da nicht von der Tribüne geflogen sind, ist alles. Das muss im Camp Nou? Im Estadio Santiago Bernabéu. Nee. Ja. In Madrid. 80.000, 21. Juni 64, 18:30 Anpfiff, damals mit dem Schiedsrichter Arthur Holland. Wahnsinn. Erzähl mir doch nichts. Geil. Find ich geil. Aber also, wenn ihr diesen Namen alle auf der Platte behaltet, dann ab in. Ja. Ab in die, weiß ich nicht, ins Museum mit euch. Der Millionär des Fußballs, ey. Und jetzt gibt es noch einen Sieger, und zwar 1960. Das erste Mal ist überhaupt quasi Europapokal der... Komm, da gehe ich auf Ungarn. Das war tatsächlich die UdSSR. Oh. Die UdSSR gewinnt die Sowjetunion, Austragungsort in Frankreich, in Paris war dann das Finale. Damals aber Deutschland noch gar nicht dabei, zum Beispiel auch, ich meine England, Frankreich auch nicht dabei. Deutschland überhaupt das erste Mal dabei, wann? Was glaubst du denn? 1968. 68 waren die das erste Mal dabei in Italien dann. Krass, ne? Also wenn man sich so überlegt, wenn wir jetzt mal auf alle Titel schauen, ich weiß nicht, ob du ein bisschen mitgezählt hast, wer hat denn die meisten Titel eigentlich? Ich glaube... Die haben 16 Sieger? Ja, ich glaube, also Deutschland dreimal. Mhm. Deutschland dreimal, nämlich 62, 70, 96. 72? Nee, 72, 80, 96. Genau. Und Italien meine ich sogar viermal. Nee, Spanien drei, wie Deutschland auch. Italien zwei und Frankreich zwei. Oh, also Deutschland ist Rekord-Europameister. Also ich schaue noch mal rein, weil du jetzt mich verunsichert hast mit Italien, aber Italien hat 68 gewonnen. Und Italien hat 2020, eben jetzt 21 dann, wegen Corona dann gewonnen. Okay, krass. Dann haben wir Spanien mit 2012, 2008, 1964. Und Deutschland haben wir, wie du schon gesagt hast, 72, 80 und 96. Und Frankreich und Deutschland hat dann auch die richtige Europameisterschaft dreimal gewonnen. Spanien ja eigentlich nur zweimal. Die haben ja davor diesen Europacup der Nationen gewonnen. Genau, von daher eigentlich ist Deutschland, wenn man so will, ab 1968 offizielle Europameisterschaft, ist dann Deutschland führend. Das ist, also wenn uns das keine breite Brust gibt, dann weiß ich es auch nicht. Vamos. Schreibt mal in die Kommentare, was sagt ihr, wer holt sich den EM-Titel?